Und für mich ist es heute an der Zeit, Ihnen folgende Entscheidung mitzuteilen. Erstens, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Zweitens, diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren und, das will ich nur zu Protokoll geben, auch keine weiteren politischen Ämter anstreben. Das ist eine tiefe Zäsur für die CDU Deutschlands. Ja, wir haben den Rückzug einer Parteivorsitzenden erlebt, die sagt, for the greater good. Also ich gehe, damit meine Partei und auch die Bürger in Deutschland sehen, wir meinen das ernst mit der Erneuerung. Ich möchte aber im Amt bleiben als Kanzlerin, damit diese Regierung in diesen Zeiten weiter bestehen kann. Und ich fand das einen sehr würdevollen Rückzug. Merkel hat gesagt, sie hat sich seit dem Sommer das überlegt. Damit hat sie alle getäuscht. Es gibt Entscheidungen, von denen, glaube ich, hilft man niemandem, wenn man es zu vielen Menschen vorher sagt. Und sie hat gesagt, sie mischt sich in die Nachfolgedebatte nicht ein. Es ist tatsächlich eine bunte Riege, die jetzt um das Erbe kämpft. Zum Beispiel Friedrich Merz, vor mehr als 15 Jahren mal CDU-Fraktionschef, am besten bekannt für sein Steuerkonzept auf dem Bierdeckel. Oder der ehrgeizige Jens Spahn, momentan Bundesgesundheitsminister und bekannt für seine markigen Sprüche, wie etwa Hartz IV bedeutet keine Armut. Nicht zu vergessen CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, kurz AKK, die Merkel-Vertraute. Welcher ist da der aussichtsreichste? Also in der Partei hört man an der Basis schon, dass AKK die nötige Unterstützung in der Partei hätte. Manchmal wird gefragt, ob sie das nötige Format hat. Daran wird sie arbeiten müssen, klarzumachen, ich kann nicht nur Generalsekretärin, sondern ich könnte auch Kanzlerin. Spahn will auf jeden Fall, das hat er deutlich gemacht. Und Merz kommt ein bisschen wie Kai aus der Kiste vom wirtschaftsliberalen Flügel der Union. Aber dessen Chancen werden hier zumindest in der, von den Präsidiumsmitgliedern sehr gering eingeschätzt.